Ein herzliches Hallo an alle Interessierten an Demokratie, und zwar an repräsentativer Demokratie. Da ich eben die Petition vom Thomas Löser, dem Grünen Stadtrat, behandelt habe in einem Video und gerade bei den E-Petitionen der Landeshauptstadt war, habe ich mir eine vorgenommen, die schon länger in der Mitzeichnung ist, also man kann sie nach wie vor mitzeichnen. Und der Petent ist eine Dresdner Band, und zwar Banda Comunale. Eine Brassband, Jazzband. Ich habe sie auch schon spielen hören, viele Blasinstrumente, die Musik gefällt mir, gute Stimmung, kein Problem. Der Titel der Petition: Keine öffentlichen Plätze mehr in Dresden für rassistische, rechtsradikale und hassverbreitende Kundgebungen. Text: Dresden ist die Stadt, in der regelmäßig und vor allem bundesweit die meisten rechtsradikalen und rassistischen Kundgebungen stattfinden. Sie trägt damit auch die Verantwortung für die Verbreitung von rassistischem Gedankengut. Dresden muss endlich vorbildlich handeln und Rassismus die Öffentlichkeit entziehen. Das erreicht man also mit einer Petition. Gut. Ich überspringe mal einen Absatz. Die Landeshauptstadt Sachsens hat in den letzten 5 Jahren für über 200 rassistische, rechtsradikale und hassverbreitende Kundgebungen von Pegida die öffentlichsten, beliebtesten und historisch bedeutendsten Plätze der Stadt zur Verfügung gestellt. Das ist so in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie, dass jedermann demonstrieren darf, außer natürlich in Zeiten von Corona. Es besteht also keine Anmeldepflicht, sondern nur eine Anzeigepflicht und keine Erlaubnis der Stadtverwaltung. Die Behörde, in dem Fall das Ordnungsamt, erteilt Auflagen, wie zum Beispiel Verbot von Glasflaschen, Hunden, Messern, Vermummung, was auch immer, Lautstärke, Biba, Bub und so weiter. Und alles Weitere liegt nicht im Ermessen der Stadt bzw. der Behörden. So, wie geht's weiter? Damit verhalf sie den Veranstaltern zur größtmöglichen Medienpräsenz und offenbar auch zu der Überzeugung, unverhohlen auf das Recht bestehen zu können, öffentlich Rassismus zu verbreiten und die Würde anderer zu verletzen. Auch hier wird wieder der Eindruck vermittelt, als hätte die Stadt aktiv mitgeholfen, statt nur, in Anführungszeichen, nur Bürgerrechten zur Vergeltung zu verhelfen. Die Stadt ist verpflichtet, diese Versammlungen nicht nur zu ertragen, sondern sie auch gegen Störer zu verteidigen. Und Banda Comunale dürfte auf der anderen Seite stehen. Man darf davon ausgehen, dass Banda Comunale bei den Gegendemonstranten zu finden ist, aus deren Umfeld auch die ein oder andere, ich nenne es mal, Straftat zu verzeichnen war. So, jetzt zählt die Petition auf. Während der Pegida-Kundgebung leitet die Polizei, der Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft hunderte von Ermittlungsverfahren gegen Veranstalter, Redner und Teilnehmer von Pegida wegen Volksverhetzung, Holocaustleugnung, Belohnung und Billigung von Straftaten, Verunglimpfung des Ansehens Verstorbener, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Landfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung, Sachbeschädigung und so weiter. Der Anführer von Pegida ist ein mehrfach vorbestrafter Krimineller, der in Anführungszeichen die Menschenwürde der Flüchtlinge angegriffen, sie beschimpft und böswillig verächtlich gemacht hat und dadurch zum Hass gegen sie aufgestachelt, Zitat Ende, habe und deswegen wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Ein anderer Pegida-Redner wurde wegen der Bombenanschläge auf eine Dresdner Moschee und das Kongresszentrum verurteilt. Weitere Redner und Teilnehmer haben zahlreiche, zum Teil schwerwiegende Straftaten begangen. Hinzu kommen Delikte außerhalb der Kundgebung wie Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, geplante Anschläge auf Flüchtlingsheime bis hin zu Sprengstoffattentaten, die von Pegida-Aktivisten verübt wurden bzw. ihnen von den Ermittlungsbehörden zur Last gelegt werden. Wir fragen, was sind die Konsequenzen für diese Kundgebungen vor dem Hintergrund von rechtsradikalen Terrorakten, die durch nichts anderes motiviert waren als öffentlich verbreiteten Hass und Rassismus und die Entwürdigung unserer Mitmenschen. Wir fordern den Entzug von öffentlichen Plätzen in der Innenstadt für rassistische, rechtsradikale und hassverbreitende Kundgebungen.
Dresden ist in tiefer Pflicht, die Forderungen der Bundesregierung und der Zivilgesellschaft zu erfüllen, Hass und Rechtsextremismus zu bekämpfen und aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Und mit Stichtag 7. April haben 10.657 Personen, das können auch verschiedene E-Mail-Adressen sein übrigens, diese Petition mitgezeichnet. Diese Petition, die Menschen im Kollektiv das Versammlungsrecht absprechen bzw. einschränken will, wegen der Vergehen Einzelner. Der Lutz Bachmann, der Pegida vorsteht und der einer ihrer Redner ist, darf inzwischen nicht mehr als Veranstalter auftreten. Das hat jemand anders übernommen, weil man den Lutz Bachmann aufgrund seiner Verurteilungen, Vorstrafen und so weiter nicht mehr für geeignet hält, eine Versammlung zu leiten. Das hat ein Gericht entschieden. Da gibt es soweit erstmal nichts dran zu deuteln. Ich habe keine Ahnung, ob der Herr Bachmann dagegen geklagt hat oder bis in welche Instanz. Der Punkt ist, 10.000 Menschen, 10.657 Menschen haben kundgetan, dass sie auf Grundrechte, auf demokratische Rechte einer Vielzahl von Demonstrationsteilnehmern scheißen und dass sie alles versuchen, um in das Handeln der Behörden, der Dresdner Behörden, in dem Fall des Ordnungsamtes, einzugreifen. Das Ordnungsamt hat ohne Ansehen der Person zu entscheiden und hier wird der Eindruck erweckt, als würde die Versammlungsbehörde, das Ordnungsamt, nicht nach Recht und Gesetz handeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein großer Vorwurf, der durch nichts belegt wird. Oben weiter steht zum Beispiel, das hatte ich vorgelesen, hunderte von Ermittlungsverfahren gegen Veranstalter, Redner und Teilnehmer. Die Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein, wenn ihr eine Straftat zur Kenntnis gelangt. Das kann passieren, indem die Polizei dieses Verbrechen selber sieht oder aber, dass es Strafanzeigen gibt. Und Banda Comunale hat es hier sehr geschickt geschafft, von der Volksverhetzung über Holocaustleugnung, Nötigung, Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung alles in einen Topf zu schmeißen, Veranstalter, Redner, Teilnehmer in einen Topf zu schmeißen und so den Eindruck zu erwecken, als wäre Pegida ein Hort der Straftaten und als würde Pegida, der Verein, diese Straftaten irgendwie organisieren, planen und auch durchführen oder durchführen lassen. Ich traue der Polizei so viel zu, dass sie tatsächlich, wenn sowas organisiert passiert, dort eingreift, die Leute im Zweifelsfall verhaftet, vor Gericht bringt. Das macht dann die Staatsanwaltschaft und das Richter das dann tun. Hier wird alles wild durcheinander gemischt und ein Eindruck erweckt, der ist einfach bäh. Und dazu muss man nicht mal Fan von Pegida sein. Ich war bis jetzt zweimal auf Pegida, einmal bei Gerd Wilders und einmal bei irgendeinem Jubiläum, ich glaube nach einem Jahr, um mir das anzugucken. Und ich würde mich nicht als Pegida-Fan bezeichnen, aber ich bin ein ganz großer Fan des Versammlungsrechts. Und die Petition zeigt auf, was die Gegner von Pegida bereit sind zu tun. Für mich grenzt es hier schon an Verleumdung. Ohne dass hier der Name Lutz Bachmann erwähnt wird, aber diese Petition erfüllt für mich fast den Tatbestand der Verleumdung und ich werde sie definitiv nicht mitzeichnen. Ich kann es auch keinem anderen empfehlen. Man wird nicht namentlich erfasst, also die Stadt weiß es, aber öffentlich werden die Namen nicht. Aber diejenigen, die das unterschrieben haben, die sollten sich echt was schämen. Ihrer politischen Wissenslücken wegen und ihres Gutmenschentums wegen, weil wer die Hand ans Versammlungsrecht anlegt, der meint's nicht gut. Das soll's gewesen sein.